Recht herzlich willkommen zur 177. Folge von Simotrans. Ja, hier kommt gerade ein Zug, der jetzt da am Signal wartet. Jetzt darf er wieder schneller hinterherfahren. Okay, wie viel blockiert er denn da wohl? Das ist die Frage. Die sind ja doch ein bisschen schneller hier unterwegs, ne? Der kann 200, ne, oder? Ja. Und der da unten, der kann 100, ne? Oder wie war das? Ist schon zu überlegen, ob wir da nicht ein Parallelgleis für den machen, ne? Aber das wäre doppelte Gleise, oder? Fahren wir nur mit einem Zug, weiß ich nicht. Wir fahren ja nur mit einem Zug, ne? Okay, da ist jetzt... Der kommt rein. Und der hat jetzt keine Paletten. Die muss er gleich noch abfrühstücken dann. Der ist ja voll. Er hat noch keine, ist klar. Er fährt auf jeden Fall hier reichlich plus. Aber das rührt noch aus anderen Zeiten, ne? Oder wie ist das? Das, was er jetzt anliefert, bringt er ja weg, ne? Und der fährt aber auch ein bisschen schneller, ne? Oder? Oh, den haben wir ja offen, ne? Ne, der fährt auch nur 100. Ich dachte, die wäre schneller unterwegs, die V200. Na, dann ist das so. Aber er fährt auch 100, ne? Oder? Aber er hat nicht so einen Anzugspower. Was ist denn da jetzt drin? Das ist die nächste Frage noch. Nix und 156 Tonnen Getreide. Er fährt 100 und der fährt auch 100. Okay, das ist ja alles erstmal laufend. Jetzt müssen wir gucken, was die LKWs gleich da machen. Die müssen ja jetzt auf die Paletten warten, ne? Da sind ja noch keine. Okay, der kommt da nicht durch. TE hält gerade an. Was hat der für Passagiere? 9 an der Zahl. Rasend viele. Der fährt jetzt aber erst zurück. Okay, deswegen hat er so wenig dran. Aber er holt 12 hier weg. Das ist schon krass, ne? Aber hier stehen keine mehr sonst, ne? 6 Batterie warten, Richtung da hinten wahrscheinlich, ne? Weiß jetzt gar nicht, ob er gleich da nochmal anhält. Bin ich mir jetzt nicht sicher. Der hat jetzt 89 und fährt durch, ne? Oder? Ja, der fährt durch. Dann steigen ja die... Ja, okay, es geht auch. Und dann fahren die erst hin und dann zurück. So, jetzt müssten LKWs sich bewegen gleich, oder? Nee, noch nicht. Der hat ja noch kein Stück gut geladen. Okay, schade. Der hat nichts mit drin. Landwirtschaftliche Güter sind leer. Aber er müsste in die andere Richtung was mitnehmen, denke ich. Okay. Ja, 260 Tonnen voll. So, das haben wir ja schon offen. Der fährt durch, der TE. Das ist jetzt der da unten. Er hat nur 3 Passagiere von da hinten ganz durch. Also das bedeutet, das wird wahrscheinlich so sein, dass sich das nicht mehr rentiert dann auf Dauer. Dann können wir aber auch einen abnehmen, ne? Einer muss ja noch hier unterwegs sein, ne? Und der ist gerade hier oben unterwegs, glaube ich, oder? Das hier ist einer, der da unten irgendwo ist. Okay. Das müsste der letzte sein. Der mit 8 Passagieren jetzt zum Getreidehof fährt. Und die da wegholt. Der hat 160 geladen auf dem Rückweg. Und der wieder auch 160. Und der nimmt jetzt 20 mit. Okay. Diese Subventionsfahrt da sich rechnet. Nur er hier kann ja nichts mitnehmen. Und wird hier auch keine lassen. Gehe ich von aus. Obwohl, da schwebte ja eine Zahl hoch. Das bedeutet eigentlich auch, dass er, glaube ich, was abgeladen hat, oder? Bin mir jetzt nicht sicher. Okay, der hat nur 151.
Der ist also nicht mehr voll auf dem Rückweg. Aber 151 ist noch reichlich. Eben, die hatten ja nur 9er und sowas, oder wie war das? Dann ist da gerade ein Zug von woanders, von Adenau gewesen wahrscheinlich, dass der so viele hat, weil der hat nur noch 4. Ja, da müssen wir gucken, wie sich das weiterentwickelt. Aber Rückweg ist das Entscheidende momentan immer voll. So, er kommt wieder mit Paletten. Naja, gleich müssen die LKWs losfahren. Dann ist die Frage, wer schneller? Er wieder da oder die wieder da? Und sind die 93 Paletten hier am Bahnhof gleich alle weg? Wo steht er jetzt? Muss da unten irgendwo aber am Abzweig sein zum Personenbahnhof, ne? Okay, er holt wieder Getreide. 4436 zurzeit da. Ja, hat er mitgenommen. Oder nimmt er mit. Ja, er kommt immer leer, er holt nur, ne? Aber ist okay. Den lassen wir so fahren. Ja. Er fährt jetzt mit rein, also er fährt die kurze Strecke nach hierhin mit rein. Das jetzt denn hier sind die Leute ja sozusagen nicht mehr anwesend in Anführungsstrichen. Für dieses Stück jetzt hier, für die paar Leute, lassen wir einen Bus fahren. Das rentiert sich dann ja eher wie wahrscheinlich den ganzen Zug hin und her, ne? Würde ich mal sagen. Ja, definitiv machen wir das so. Wo wollten wir noch drauf achten? Auf ihn hier. Er hat abgeliefert, die LKWs fahren alle bis auf 2. Das heißt, der Bahnhof hat auch keine Paletten mehr, ne? Beladung 0 von 27 und 08 von 27. Okay, da sind ein paar drinne. Die fahren weg. Das heißt, wir haben hier 2 mehr. Jetzt ist die Frage, wann ist er wieder da? Wann sind die wieder da? Ob der Slalomkurs jetzt hier noch gut ist, ich glaube eher nicht, oder? Hatten wir ja alles zurückgebaut auch, ne? Er rauscht durch mit 97 Passagieren. Ja, der kommt mit 160 wieder und hält jetzt hier an. Und hier ist jetzt auch gar keiner mehr, ne? Also er nimmt die sogar mit, oder wie sehe ich das? Ja, er hat ja sogar welche Zähne hier gelassen. Das bedeutet ja, wenn er jetzt welche tauschen konnte und welche hier gelassen hat, dass es eigentlich funktionieren sollte mit dem Hin- und Herfahren jetzt. Die Vielzahl ist ja abgebaut. Ja. Jetzt müssen wir gucken, wer der nächste ist. Ich glaube, dieser hier fährt dann jetzt an. Ob das bei ihm mit den 116 auch noch, 160 dann auch noch so ist. Weil dann können wir die Hin- und Herfahrt sparen, wenn da jetzt Platz drinne kommt. Hier welche aussteigen sollten, dann wäre das möglich. So, er hat jetzt die 13, die er hier lässt. Er hat die 160. Er ist aber noch weiterhin voll. Hat aber hier welche getauscht wahrscheinlich. Schwierig. Der nächste kommt, ist er. So, LKW sind da, aber noch nicht die Paletten. Das bedeutet, das funktioniert relativ gut, bis auf dass ein LKW über ist in dem Sinne, würde ich sagen. Weil einer war ja hier mit weiß ich wie viel Prozent voll und die anderen waren leer. Also ich glaube, einen können wir hier ausmustern.
Ja, ein muss dann mal aus. Das müsste reichen. Es muss eigentlich gleich noch wieder einer stehen bleiben, wenn der Güterzug da ist, der da jetzt unten kommt. Es müssten bis auf einen alle fahren. Ja, der dreht jetzt wahrscheinlich um, weil er noch keinen Weg frei hatte, oder? Nee. Okay, 20 von 27. Würde ja eigentlich bedeuten, dass noch einer weniger ist. Möglich ist, aber schwierig. So, er fährt hier ein mit seinen 6 Passagieren und hat 0 und fährt jetzt zurück. Ja, er holt 41 da ab. Er die 160. Ich glaube, wir werden das definitiv umbauen. Dass die da nicht mehr halten, aber wir machen eine Buslinie, die das macht. Das werden wir wohl mal tun, denke ich. Aufs Feld fährt der Bus. Das würde bedeuten, wir müssen den Bus finden, der da jetzt hinfährt. Der kommt da. Der hat diese Linie. Da sind sogar 2 drauf. Sind auch alle voll. Nach William McKinley fährt er da irgendwo. Maria. Nee, das ist ein falscher Bus, oder wie sehe ich das? Nee, der fährt da nicht hin. Dann ist das anders aufgeteilt. Wo ist dann der Bus, der dahin fährt? Nirgendwo. Der da ist es, oder? Dann ist es der Fahrplan. Das ist Ost und das ist West. Das wird es wohl sein. Linie ändern. Lilienthalstraße. Oben die erste ist Norddeutsche Mühle. Okay. Dann fährt er nochmal hier hin. Und dann wieder zurück. Es ist nur die Frage, ob das jetzt nicht zu oft war. Hier war sie, ne? Ja. So. 14 Fahrten sind das. A, B, C, D, E, F. Eine zu viel. Lass ich jetzt. Vielleicht staut sich's nachher woanders zu viel. 9 Bus, neue Linie. Ist besser. Linie ändern. Löschen. Süddeutsche raus. Hintertage raus, passt. Läuft. Fahrzeuge, neue Linie. Adolf. Zell. Land nennen wir das mal, ne? Und wo ist das jetzt? Hier ist das. Und fährt dann da runter. Und fertig. Und jetzt brauchen wir noch einen Dingens da drauf, ein Fahrzeug. Das war der beste Bus, glaub, ne? RS. RS bedeutet davor.
Das Weiße. Nee. Adolf Zelland. Das Schwarz ist gar nicht weiß. Okay. Und starten. Gut. Depot kann zu. Diesen machen wir auf, weil der fährt da jetzt raus. Das war noch so ein Ersatzbus. Unten war aber gerade eben noch eine Linie, die wahrscheinlich nichts ist. Die können wir löschen. Gut, der fährt. Und dann müssen wir die TE-Linie umändern. Döbeln-Waldbeck-Hafen ist richtig. Dann Radolfzell Süddeutsche Getreidehof ist zum Löschen da, oder? Der kann da ja weiter durchfahren. Den müssen wir sogar durchfahren lassen. Wenn was frei ist, könnte er mitnehmen. Aber ist die Frage, ob dann der Bus voll wird. Lilienthalstraße ist dann auch richtig. Aber das hier, da... Jetzt habe ich auf Löschen geklickt, kann das sein? Löschen. So, Waldweg, Süddeutscher Getreidehof, Lilienthalstraße. Waldweg... Also Döbeln, der kann auch noch raus. So fährt er jetzt durch. Und fertig. Hält hier gar nicht mehr an. Jetzt müsste er hier Personal, Personen kriegen, die da mitfahren. Diese 9 müsste jetzt der Bus mitnehmen. Steht vor der Schranke, voll cool. Zack, die 9 hat er. Ja, das ist ja schon mal positiv da, ne? Jetzt muss man nur gucken, wie viel da überhaupt sind. So. Das können wir dann schließen, das Fenster, oder? Einer von denen. Also er fährt hier die 160 jetzt gerade nach Lilienthal. Und 44 zurück. Und zurück werde 79 und 17. Der Buskutsche hat noch. Und es sind 4 Stück hier am Getreidehof wieder da. Wahrscheinlich reicht das nicht. Er hat die 93 Paletten, die er jetzt gerade abliefern will, oder? Naja, noch nicht ganz. Er hat 46 Passagiere geladen. Wo wollen die denn hin? Achso, das ist ein anderer Bus. Radolfzell West, alles ist gut. Den brauchen wir nicht mehr. 7 LKWs. Nee, 5. Und der kommt gerade mit den Paletten. Ich glaube, wir können da wahrscheinlich, wenn da 2 wieder stehen bleiben, schmeißen wir einen raus. So, umgeladen. 3 erfahren, 2 stehen. Der ist leer. Der kann ausgemustert werden. Weil er hier kriegt er gleich erstmal bei der nächsten Runde dann eine Ladung, die er fahren kann. So, er hat 30 Passagiere mit. Ich hoffe, die wollen nirgendwo anders hin wie hier. Einfach nur zum Getreidehof. So sieht's aus. Dann fährt er auch schwarz. Naja, schwarze Zahlen, ne? Vielleicht sind da auch ein paar Schwarzfahrer bei, das weiß ich nicht. Gut. Also easy, 10.000 plus, das ist alles gut. 64.000 plus, brauchen wir nicht drüber reden, ist noch besser. Obwohl der immer wohl leer fährt, eine Richtung mit den Paletten, aber die andere Richtung ist voll. So, hier geht's jetzt Richtung Wald, Döbelnwald, oder?
Und ist mit 104, das ist okay, aber hier, Radolf-Zilienthal-Straße, der fährt ja schon in die Richtung. Und hat nur 119. Der fährt zum Wald. Da müssen wir jetzt, also er ist schon mal hier mit 40 Leuten zu wenig unterwegs, ne? 120, ja, 141. Und er hat aber 160 wieder, okay. Da war zu der Zeit wahrscheinlich gerade keiner da. Warte mal, dann, wenn wir da aber sind, dann kommen wir mal gerade hier aus dem Bahnhof. Ach so, das war ja dieses Riesending. 116 Lilienthalstraße. Hadixen, Altenau, Döbeln. Ja, das ist jetzt. Hier sind noch 9 für Radolf Zell. Ja, ich glaube, das ist schon okay so. Er holt jetzt hier ab auch und wird nicht voll werden. 137, 138, aber es sind momentan so viele drin, dass man nicht sagen kann, einer weniger. Die drei fahren noch. Ist so. Lassen wir so. Gut. 14 Passagiere. Der Bus, der ist gut unterwegs. Der wird hier zwar nicht unbedingt die Riesengewinne einfahren, aber ich glaube, er kriegt vielleicht eine Null immerhin. Jetzt hat er gerade 19 drin. Kriegt die Bezahlung gerade. Ist dann bei 14. Fährt mit 17 wieder zurück. Könnte einigermaßen klappen. Den können wir hier zumachen, denke ich. Die drei TEs müssen wir weiter beobachten, aber sieht so aus, als ob wir die drei auch brauchen. Das sieht gut aus. Das ist der Hafen, der da jetzt natürlich nicht genug Leute hat für Radolf Zell. Hier sind es 74 gerade. Kein Zug ist in der Nähe. Da unten sind nochmal 2, sind dann 76. Keine Ahnung, ob hier noch Umsteiger bei sind. Sieht jetzt nicht so aus, dass Umsteiger Richtung Radolf Zell sind. Da kommt der Zug, jetzt sehen wir das ja. 75 plus 2, 77. Wenn da gerade nicht ein großes Schiff oder noch ein Zug angekommen sind, ja, siehst du, 78, einer ist noch hier aus der Stadt dazu gewesen. Dann ist das auch geklärt. Er fährt jetzt nach Lilienthal, ne, ja. Lilienthalstraße ist er da und entlädt. 79. Ja, 2,48 Euro hat 30 Leute, das heißt, er fährt gleich sogar ins Plus einmal. Gut, dann ist das geklärt, würde ich sagen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Habt ihr noch kein Abo? Macht eins. War die Folge okay für euch? Dann gebt ihr einen Daumen hoch und macht euch die Glocke an, dann kriegt ihr auch die nächste Geschichte, die ich hochlade, mit. Alles klar, bis dann. Tschüss.